Aatrogas Games presents Gravity Lane 981. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladon zu einem neuen Let's Test Gravity Lane 981. Die Demo-Version gefunden, entdeckt habe ich dieses Spiel auf der Gamescom 2019 in Köln. Durfte es dort schon kurz anspielen, naja, ein bisschen länger, aber ich durfte es dort schon mal anspielen und dort entstand auch ein wundervolles Foto, was ich euch hier vielleicht mal einblenden kann. Einen sehr schönen Stand hatten die dort bei Gravity Lane 981 auf der Gamescom 2019 in Köln. Und heute spielen wir das hier im Let's Test an und schauen mal da rein, ja, was der Hamster, wie heißt er, Greg heißt er, mit uns hier alles so macht. Ja. Gravity Lane 981, kurz mal gesagt, ist so ein bisschen ein Puzzlespiel, eine Action, ein Abenteuer-Puzzle-Game von Bytewalkers Games, einem kleinen Indie-Publisher, Indie-Spieleentwickler, und ist soll eine kleine Liebeserklärung, wie sie selbst sagen, eine kleine Liebeserklärung an das zuletzt auf meinem Kanal auch getestete Portal sein und spielt mit diesem Hamster hier, mit dem Hamster namens Greg. Wie das funktionieren wird, was der Hamster so macht, das werden wir gleich sehen, wenn ich hier auf Any Button drücke. Ja. Habe ich mich schon immer gefragt, wo dieser Any-Button überhaupt ist. Ich drücke hier mal Enter. Und da haben wir schon den... Oh. Now, all that's left for us is the teeny-tiny detail of deactivating the Doomsday device that plunged the world into a never-ending nuclear nightmare. Das war der liebe Greg. Der hat hier auch schon ein bisschen mit euch geredet, hat schon ein bisschen Anfangsdialog gestartet. Ja, die Demo hier, die ich gerade spiele, die Steam-Demo, ist bis zum 15. September verfügbar und das eigentliche Spiel, wow, da können wir schon feiern, das eigentliche Spiel wird 2020 veröffentlicht, soll 2020 erscheinen auf Steam, auch auf Steam. Ja, spielen tut man, steuern wird man natürlich mit WASD, so gehört sich's. Und ja, diese hübschen Stühle hier hat man schon auf der Gamescom gesehen, an den Ständen. Ja, und dieser kleine Hamster ist ständig putzig, läuft hier auf seinem kleinen Laufrad und betreibt somit irgendwie dieses Portal Gun-mäßige Ding. Naja, eine Portal Gun ist es jetzt nicht direkt. Ihr werdet gleich sehen, was das so bewirkt. Wow, nämlich genau das. Everything is upside down. But look, there's a way out. Ja, sehr hübsch. In Development. Habe ich schon mal gesagt, dass ich kein Englisch kann oder nur sehr, sehr wenig. Da oben steht's. In Entwicklung ist das Spiel. Also hier sozusagen eine kleine Demo von dem Spiel, wie es aktuell in der Entwicklung ist. Da kann sich noch bis 2020 ein bisschen was ändern. Ja. Oh, not again. Not again. Hm. Hören wir auch mal die Stimme vom lieben Greg. Schön, schön. Okay, I gotta admit,
My tummy feels funny. Mich hat das Spiel schon, muss ich sagen, mich hat das Spiel auf der Gamescom schon sehr, sehr... You're not as dumb as I always thought. You might not have doomed all of humanity after all. We are going to have to reach the server room somehow. We can't access and disable the security system or the doomsday device from anywhere else. Mich hat das Spiel auf der Gamescom schon sehr begeistert, wie ich es da im Liegen angespielt habe. Man konnte sich da auf einen dieser Sessel pflanzen und da wie halt umgekippt an der Wand das Spiel an der Decke im Testen. Eine ganz coole Idee. Und das, falls ich es noch nicht gesagt habe, dieses Spiel handelt darum, dass man halt mit den Rätseln, die man hier löst, die schwierigste Version findet. Ja, wie der Spieleentwickler... Oh, wir sind eingeschlossen. Wie das der Spieleentwickler selbst sagt, den schwierigsten Weg, eine Tür zu öffnen, findet. Und da haben wir schon den Begleiter-Kubus. Einfach nur einen Kubus. Und mit E können wir ihn transportieren. Na? Ach, einmal drücken und... Ja, weiter hier. Und da hinauf auf das... Wow, great job. You've just activated a new gravity field by pressing that switch. Drauf stehen lassen. Oh, nice gravity field. Ja, die Kommentare vom Hamster sind hier erstmal nur auf Englisch. Aber ja gut, das ist ja hier nur die erste Demo, die Gamescom-Demo zum Entwicklungsstand. Ganz in Ruhe, also das ist... Ja... Oh nein! Maybe wir werden eingeschlossen. Maybe we really can find the secret passage and save humanity on time. Although, extinguishing the delicate flame that is humankind would kind of be the ultimate act of evil. But I suppose you'd be dead too, so it wouldn't be much use to you. Ja, Greg, tut mir leid, ich verstehe nur sehr, sehr wenig von dem, was du da gerade redest. Also, mein Englisch ist wirklich ziemlich schlecht, aber vielleicht verstehen es die Zuschauer ein bisschen. Vielleicht haben die da ein bisschen mehr Verständnis für. Ja. Ich achte auch nicht wirklich drauf. Also, ich habe jetzt nicht wirklich aufmerksam zugehört, was der gesagt hat. Ich gucke eher aufs Spiel. Aufs Spielgeschehen. So, haben wir hier das erste Rätsel über den Würfel hoch an die Wand kriegen, weil das muss da drauf. Ja. Versuchen wir es mal so. Loslassen. Mit E. Auch sehr gut gesetzt. Und zack, da haben wir schon Gravity Field. Und jetzt können wir nicht. Mhm. Aha, ich versuch's mal. Okay. Das ist falsch. Ich versuch's mal hier an eine der Dinger. Oh! Jetzt bin ich drüben, aber der Würfel, den Würfel muss noch holen. Würfel dahin. Ah. Würfel. So, sehr gut. Da sind wir auf der anderen Seite. Ja, das fällt nach unten zur Seite. Ich glaube, den müssen wir erstmal umdrehen, bevor der funktioniert. Sonst wird das hier nichts. Ja, der fällt ziemlich schnell nach unten. Hm. So, hier nochmal ein Strahl. Und rein mit dir. So, haben wir den jetzt? Nee, noch nicht. Das Rätsel muss ich noch. Das muss ich erstmal noch lösen. So.
So war das eher nicht gewollt. Okay. So, hier. Und so können wir jetzt vielleicht gemeinsam. Oh, okay, der Würfel ist jetzt drüben. Okay, beide drüben. Sehr gut. So funktioniert's. Man kann wohl auch mit dem Würfel gemeinsam durch den Strahl. Aber ja. Oh, ja, jetzt muss ich wieder runter. Und rein da. Ups. Und durch die Tür geht's. Hoppla. Oha, jetzt sind wir. Oh, jetzt kleben wir an der Decke. So, a genius by anyone else's standards managed to not only lock themselves out of their house, but also prime a deadly doomsday device. My best guess is that your brain's been infested by some kind of parasite that eats up your neural pathways one by one. No offense, I'm genuinely worried about your health right now. Yeah, okay, jetzt kleben wir an der Decke fest. Schön. Sehr schöne Stimme hat er auf jeden Fall, der Herr Hamster. So, durch die Tür können wir nicht. Hamsterbild. Ein Porträt von Greg. Da würde ich mal vorschlagen, vielleicht... Ah, hier ist ein kleines Pad. Ah, okay. Hamsterbild nach drüben. Oh. Mein Logo des Spielentwicklers. Sehr schön. Ah, hier. Spielentwickler. Hier, Hamster. Sehr hübsch. Können wir hier jetzt weiter? Ach, dafür sollten wir es nur machen. Um das kleine Logo aufzudecken. Kleines verstecktes Geheimnis und Secret. Secret aufgedeckt in der Demo. Wunderhübsche Stühle. Ja, man merkt's. Man merkt's wirklich. Ist eine schöne Ähnlichkeit, also eine Ähnlichkeit zu Portal 1 am ehesten. Zu Portal 1. Die Ähnlichkeit besteht. Ach, hier schon wieder. Here we go again. Okay, I guess we can assume your brain isn't packed with parasites. We wouldn't really have made it this far. Okay, das habe ich verstanden. It would be pretty bad if you had a parasite in your brain, to be honest. I mean, I kinda need you. To save the world from certain doom, that is. So make sure you don't ever get any weird bugs in your skull, okay? Ich gebe mein Bestes. Da eine andere Box. Wir brauchen zwei Boxen, um die Tür zu öffnen. Ich gebe mein Bestes, Therese. Nach bestem Gewissen und nach besten Sachen zu lösen. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Der Kubus. Hier, der Begleiter Kubus. Companion Cube. Und das ist tatsächlich keine Portal Gun, sondern eine Gravity Gun. Feiner Unterschied. Feiner, aber entschiedener, entscheidender Unterschied. Kann man nicht mitnehmen, den Würfel. Lass mich mitnehmen. Dann du zuerst. Begleiterkompass. Vielleicht können wir den irgendwie nehmen und hier hoch. Nein, können wir nicht hochwerfen. Du wartest hier.
Ah, okay, verstehe. Muss den Strahl vielleicht erstmal umdrehen. Ah, okay, hier vielleicht. Ah, das sieht besser aus. Sieht nach einer Lösung für uns beide aus. Sehr nice. So. Da hat man einen zweiten Kubus. Zack. Draufstellen. Den anderen hole ich mir auch noch. So. Greif. Und draufstellen. Und draufstellen lassen. So. Und weiter geht's. Durch die nächste Tür. Das nächste Rätsel. Okay. The secret passage must be somewhere around here. How do I know? I saw it on a blueprint somewhere once. Can't really remember it properly though. Don't you worry, you wonderfully parasite-free head. Hübsch. Bytewalkers Games. So. Secret Passage. Ah, hier ist der nächste Rätselraum. Da werden wir wieder eingesperrt. Was wäre denn, wenn wir da durchrennen? Rechtzeitig auf der anderen Seite noch bleiben. Sind wir eingesperrt in der Halle. Wir kommen nicht mehr weiter. Aha, okay, der klebt an der Wand. Den müssen wir irgendwie da runterbekommen. Oder auch nicht. Ich klebte da schon sehr gut. So. Klebekubus. Mal ausprobieren. Hier. Fliegt gleich zur Wand. Beziehungsweise nach unten. Die Frage wäre dann, wo sind wir, wenn der nach unten fliegt? Ja, das war schon richtig. Und die Tür ist noch nicht offen. Bitte draufkleben bleiben. Stehen bzw. stehen. Die Schwerkraft. So, da werden wir wieder eingesperrt. Ich will es gerade hier ausprobieren, was passiert, wenn wir einfach zurückrennen. Dann versorgen wir noch das ganze Spiel. Ja. Der fliegt noch nicht noch. Der klebt noch nicht an der Wand. Der muss umgedreht werden. So, kommst du mit? Okay. Nein, noch nicht. Okay. So vielleicht. Nein. Du nicht, Hamster. Ach Mensch. Nur der Würfel. Wir wollen den Würfel umdrehen. Nicht den Hamster. So. Würfel. Jetzt klebt er an der Wand. So, wo haben wir ihn? So. Und wenn ich ihn jetzt loslasse, macht er das. Fällt zu Boden. Zur Tür. Er fällt zur Tür. Okay, drauf stehen bleiben. Und weiter geht's. Nächstes Rätsel. Alles klar. Dass wir hier nicht das ganze Spiel durchspielen. Das soll ja nur eine kleine Demo sein. Ich denke aber, das ist zeitlich begrenzt. Die werden schon nicht das ganze Spiel hier anbieten. Das denke ich nicht. So, wie brauchen wir den Kubus denn? Da brauchen wir ihn. Da wäre es vielleicht die beste Möglichkeit. Hier. Wir könnten uns da eigentlich gemeinsam
dran packen. So. Du hier. Okay. Kommst du mit? Bist wahrscheinlich noch falsch gepolt. Das wird nix. Ich sehe es ja. So, aber jetzt. Kommst du. Und. Ups. Jetzt sind wir beide an der Wand. Noch bist du falsch. Dich muss ich nochmal umdrehen. So. Ist das die richtige Umdrehungsweise? Oder nicht? Ich fürchte nein. Versuch's mal auf diese Weise. Das scheint nicht so gut geklappt zu haben. Das ist nicht die richtige Lösung. Die Musik fällt mir gerade auf. Mir hat auch ein wenig an Portal. So ein klein wenig. Okay, jetzt klebt er an der Wand. So kann ich ihn gebrauchen. Ja, die Musik hat ein bisschen Portal-Style. Hat ein bisschen... Lässt den Eindruck ein bisschen... Oh. Lässt den Eindruck bekommen. Okay, der muss irgendwie anders fallen. Na komm. Ja. Das Rätsel ist schon ein bisschen kniffliger. Nein, das ist nicht die Möglichkeit. Vielleicht versuchen wir es mal so. Ja, jetzt klebt er wieder auf dem Boden. Tja, also vielleicht mal gemeinsam. Ups. Jetzt wären wir wieder hier. Das muss dort. Okay, jetzt klebt der Kubus hier. Aber den müssen wir dorthin. Vielleicht auf die Weise. Das könnte, denke ich, klappen. Jetzt fliegt er noch dort rein. Der muss aber in die Richtung. Das ist jetzt schon klitzebisschen Fortgeschrittenheitslevel. Okay. In die Richtung fliegt er also. Da können wir ihn jetzt vielleicht gebrauchen. Aber so hoch hinaus. Vielleicht jetzt uns. Der fliegt ja immer noch in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir nur zu dem... Yep. Jetzt können wir den hier rüber. Okay, I have to admit, I'm kind of impressed.
The server room is at the end of the secret passage, and so it's the Doomsday device. So buckle up, partner. Come on. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, jetzt Deponia Doomsday zu spielen. Sorry. Ja, das Wort Doomsday wurde zu oft verwendet. Ich wollte jetzt keine anderen Indie-Games-Entwickler in diesem Spiel nennen. Ja, das ist die Konkurrenz. Ja. Ich darf's ja. Ich darf's ja. Deponia Doomsday, Deponia Doomsday, Deponia Doomsday. Ich werde hier nicht bezahlt. Also, ja, Dedalic Entertainment. Insofern, ja, ab ins Licht. Bagewalkers Game. Oh, ja, das war die Demo von Gravity Lane 981. Haben wir es auch mal durchgespielt, die Demo, hier im Let's Test. Ja, sehr schön. Mir gefällt's und ich freue mich drauf, das Spiel dann 2020 in der Vollversion zu spielen. Wird sehr wahrscheinlich ein Let's Play auf meinem Kanal werden. Ich wäre sehr gerne dabei. Also, liebes Entwicklerstudio, falls ihr das hier seht, wäre auch mit großen Freuden dabei, die Alpha-Version und die Beta-Version zu spielen. Das mal vielleicht als Let's Play zu bringen, das mal als kleine Anregung. Das ist, ich biete mich da immer gerne. Ich biete mich da gerne an. Das ist, ich mag das Spiel, finde ich gut. Das sieht schon spitze aus. Und es ist noch in Entwicklung. Da kommt vielleicht noch was. Da kommt bestimmt noch was. Daumen nach oben. Sollte euch dieses Spiel gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mal mit dem Zwergfest verpassen wollt. Kein weiteres Let's Test oder Let's Play oder auch ein anderes Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Schaut vielleicht mal bei den Entwicklern vorbei. Ist jetzt hier nicht gesponsert, auch wenn das ziemlich danach klingt gerade. Aber ja, mir gefällt es halt einfach nur wundervoll. Mich hat es halt einfach begeistert. Ja. Unterstützt die Indie-Entwickler. Ja. Ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Haut rein. Und bis dann. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja. Das sind die Glocken meiner Großmutter.